zusammen mit mir viel Glück wünschen wollen. Die Aufstellung steht, die Wagen sind startbereit. Die Beute rast davon, aber ein paar der Mechaniker an den Boxen sehen besorgt aus. Lichtenberg hat Probleme, etwas stimmt nicht mit seinem Wagen. Mist! Soll das ein Witz sein? Ein hartes Rennen da draußen, hoffentlich nichts Ernstes. Was? Was für ein Rennen, Mist. Leute! Unglaubliche Fahrkünste! Oh, oh nein, ein übler Zusammenstoß! Soll das ein Witz sein? Ein Kopf an Kopf rennen um die Führung. Dieses Rennen ist noch lange nicht vorbei. Tana an der Spitze weg in der letzten Runde. Bald ist das Rennen gelaufen, Leute. Taylor, Anderson, Angelo, sie alle haben Chancen, denn es ist noch genug Zeit.
Ja, klasse. Hey, Tommy! Da kommt unser Sieger! Hey, Tom. Ich wollte dir nur danken, dass du eingesprungen bist. Ich hatte 6 Monatsmieten gesetzt. Ohne dich wäre ich jetzt obdachlos. Es war der Wunsch des Dons, Lucas. Naja, aber ich muss mich bei dir revanchieren. Schau mal bei meiner Werkstatt vorbei. Ich hätte da vielleicht was für dich, das ich auszahlen könnte. Klar, danke. Ich wusste, wir können auf dich zählen, Tom. Du hast uns heute viel Geld eingebracht. Und Morello kann jetzt Kleingeld vom Gehsteig kratzen. Was ist mit dem Europäer? Tja, der trägt wohl schon Schuhe aus Zement, das arme Schwein. Hier, du hast jeden Dollar verdient. Geh mit deinem Mädchen schön essen. Danke, Boss. Austrinken, Jungs. Du hast ein Mädchen, oder? Gib nicht alles für Schnaps und Huren. Das war vielleicht ein Rennen, was? Prost. Nee, aber vielleicht kaufe ich meiner Ma was Schönes. Guter Junge. Hol dir was zu trinken. Glückwunsch, großer Held. War nur Glück, nicht mehr. Nun, ich hatte auf den anderen Kerl gesetzt, also du zahlst. Oh. So, jetzt kann's losgehen. Danke. Und hey, wenn du mit dem Feiern fertig bist, such nach deinem Kumpel Pauli. Der ist so betrunken, dass ihn ein geparktes Auto umfährt. Ja, okay. Ich bringe ihn nach Hause. Du bist ein Naturtalent, Tom. Hast du Pauli gesehen, Vin? Er wollte was essen, um den Alkohol aufzusaugen. So große Cannolis kann es gar nicht geben. Das wär's für dieses Jahr, Leute. Die Strecke ist bis 6 offen. Bitte geht, wenn ihr aufgefordert werdet. Pauli und deine Kumpels haben meine halbe Bar leer gesoffen. Hast du ihn gefunden? Es sah so einfach bei dir aus, Tommy. Als das hier vor 20 Jahren anfing, sind die meisten nicht mal ins Ziel gekommen. Ach, der Motor macht die Magie, Ralph. Ich hab nur gelenkt. Hey, Pauli gesehen? Wollte was zu essen holen oder so. Okay, hab Spaß. Werde ich, Tom. Danke. Der Sieg hat meiner Tochter ein ganzes Jahr Schule ermöglicht, Tom. Hey, alles für die Colettis. Genieß den Moment. Aber kümmere dich um Pauli, bevor er sich und die Familie blamiert. Sonst klingt der Tag des Bosses unschön aus. Keine Sorge, Frank. Ich werde ihn schon finden. Mit vollen Taschen feiert es sich halt am besten. Ich muss morgen eigentlich früh raus. Ach, egal. Das LHPD hat mich gebeten, alle Besucher zu erinnern, dass der Verkauf und der Genuss von Alkohol untersagt sind und strafrechtlich verfolgt werden. Vielen Dank. Hey! So
Zum ersten Mal beim Rennen? Letztes Jahr konnte ich die Motoren von zu Hause aus hören. Näher war ich noch nie dran. Die wollen uns vor Sonnenuntergang raus haben, aber ignoriere sie. Die Party hört nicht auf. Nach dem Aufmotzen. Wollte fünfmal ausbrechen. Hab's aber geschafft. Hast du Pauli gesehen? War vor 5 Minuten hier. Sah aus, als hätte er zu viel am Fass geschnüffelt. Klingt nach ihm. Danke, Lucas. Top Rennen, Mann. Als du das letzte Mal so gefahren bist, war das mit Kanone am Kopf. Du meinst, da war heute keine? Wenn unsere Seite der Stadt in Geld schwimmt, bist du sicher. Hey, hast du Pauli gesehen? Ziemlich besoffen. Läuft seitwärts. Hab's gehört. Die Dinger werden jedes Jahr schneller. Veloci, ma non più divertenti. A volte sembra quasi una sfilata. Nennst du das Rennen eine Parade? Ah, questa no, non direi. Non questa volta. Sei Dank bist du da. Wenn dein Kumpel so weitermacht, wird der Kerl die Cops rüberholen. Ja, denke mal, Paulis Tag beim Rennen ist vorbei. Die Kuh macht Mu und das Huhn sagt Quack. Wie macht der Vogel? Keine Ahnung, aber der Wachmann da hinten sagt, du sollst nach Hause gehen. Der Kerl ist ein Arsch! Soll mal Respekt zeigen! Stimmt, aber ich finde auch, du solltest heimgehen, bevor du im Dreck verschimmelst. Okay, ist wohl besser. Los geht's, Großer. Du warst toll heute, Tommy, mit dem Fahren. Ich hatte recht. Als ich dich aufgegabelt habe, weißt du noch, was ich gesagt habe? Was hast du gesagt, Pauli? Ich sagte, der kann fahren. Don Salieri, der Kerl kann fahren. Und hier sind wir. Wir sind da. Genau hier. Da sind wir. Du lässt mich alt aussehen, Tom. Schau dich an. Jetzt bist du sogar so ein Rennfahrer. Wir haben alle unsere. Du machst dich wirklich gut in der Familie. Aber du weißt, dass du es leicht hast, oder? Ich und Sam hatten die Drecksarbeit weg von dir. Ist das so? Du hast ja keine Ahnung, wie das ist. Du wirst zum Don gerufen und machst dich verrückt. Ich habe schlimme Sachen gemacht, Tom. Wir stecken da zusammen drin. Ich mache, was der Don sagt und wann er es sagt, wie du. Du bist wie ich. Du kannst es nicht einfach ausblenden, so wie Sam. Du gehst nach Hause zu wem auch immer der angeht. Pauli,
Du bist betrunken. Du solltest die Klappe halten, um deinetwillen. Ja, du hast recht. Hast du recht. Tom, ich brauche eine Frau. Damit helfe ich dir heute nicht. Bring mich zu den Mädels! Bring mich zum Blue Tropics! Weiß nicht, ich sollte dich heimbringen. Die Brücke! Nimm die Brücke zur Insel! Bring mich zu den Mädels! Bring mich zu den süßen Schnecken! Nein, dich nach Hause zu fahren klingt stilvoller. Okay, das ist was. Oh Mann, du solltest mal die Puppen sehen, Tom! Ich überlasse es dir, mit den Haifischen zu schwimmen, Pauli. Du musst mir schon sagen, wo zur Hölle ich hinfahren soll. Das weißt du nicht? Ich weiß es nicht. Es ist... es hat ein blaues Schild. Oh, zu Hause? Du hast mich heimgebracht? Vielleicht... vielleicht ist das... gute Idee. Ja, okay. Ich will mal... Träum schön, harter Kerl. Ich weiß... Ich fühle mich nicht so gut. Letzte Runde, Tom. Willst du noch was? Nee, ich gehe nach Hause. Tom, bevor du gehst, tu mir einen kleinen Gefallen, ja? Wie kann ich helfen? Bring meine Tochter nach Hause. Sarah? Mir kam es so vor, als ob sie keine Begleitung braucht. Sie ist zäh. Aber... das sind ein paar Jungs in der Nähe ihrer Wohnung. Idioten. Kativi Ragazzi. Miese Drecksäcke machen sich an sie ran. Sarah sagt ihre Meinung. Vielleicht sagt sie etwas, das ihnen nicht gefällt. Dann wird's hässlich. Aber wenn du sie begleitest, sollte klar sein, dass sie die Patentochter des Dons ist. Kein Problem, Luigi. Ist mir eine Ehre. Bene. Sarah, wir machen zu. Fast.
was wird das? Tom begleitet dich nach Hause. Ach, wirklich? Hey, ich arbeite hier nur. Er passt auf dich auf. Gut, wenn du dann ruhiger schlafen kannst. Bis morgen. Ich hole meinen Mantel. Ich warte draußen. Alles gut? Mich muss niemand nach Hause bringen. Hey, wir wollten uns heute Abend sowieso treffen. Tommy, sei nicht albern. Na dann? Und du musst dich nicht darum sorgen, was er denkt. Das ist es nicht, Tom. Er behandelt mich wie ein Kind. Verstehe. Beschützerinstinkt. Hat viel erlebt. Haben wir wohl alle. Wir müssen über das Klauen von Essen reden. Hey, ich koche es, also sage ich auch, wo es hingeht. Fände Pauli nicht. Dann lernt er morgen vielleicht mal, sich selber Frühstück zu machen. Könntest du anklopfen? Hab leider nur zwei Hände. Sarah! Ist das für mich? Ja, aber leider nicht so viel wie letztes Mal. Es reicht. Nonna sagt, du bist ein Engel. Der Don hasst Verschwendung von Essen. Und das? Das muss Tommy sein. Sarah hat von dir erzählt. Hat sie das? Bist ein berühmter Rennfahrer, Tom. Alle reden über dich. Ja, sie hat recht. Tun sie. Jedenfalls, es wird kalt, Juliet. Wir sehen uns in der Kirche. Okay, einen schönen Abend. Nacht. Buona notte, Tommy. Das ist nett von dir. Das? Nun, es gibt viele hungrige Leute in der Gegend. Ja. Ist eine schöne Nacht für einen Spaziergang. Geh bitte nicht meinetwegen drauf, Tom. Ich versuche es. Mehr hast du nicht drauf? Hängst dauernd mit dem Ladykiller Sam Trapani rum und dein bester Spruch ist... Schöne Nacht für einen Spaziergang? Ist doch so, oder? Ja, stimmt wohl. Blumen für die Dame, Signore? Nee, danke. Ich bekomme keine Blumen? Wenn ich dich ausführen darf und nicht nur für Luigi nach Hause begleite, dann bekommst du Blumen. Könnte passieren. Wenn Papst mir die Verabredung nicht verbietet. Er ahnt sowieso was. Luigi? Nee. Die Kerle schleichen schon seit Wochen um mich rum. Aber ich hab's dir nicht gesagt, weil ich dich kenne. Ich erwähne es Papst gegenüber einmal und plötzlich wählt er dich als meinen Ritter. Also ja, er weiß es. Wie gesagt, dann hat er kein Problem mit mir. Sonst wärst du nicht hier. Ich weiß, was mit all den anderen passiert ist. Ich habe die Leichen mit versteckt. Ja, also sind wir... Ich wollte dich beschützen, Tommy Angelo. Die ganze Zeit. Dann lass uns doch morgen Abend ausgehen. Kino vielleicht. Und du kriegst Blumen. Das klingt gut. Oh, hallo, Kleines. Bist du uns untreu? Verpiss dich! Sei doch nicht zickig, Püppchen. Dein Freund kann uns zuschauen, was meinst du? Wollt ihr uns hier Ärger machen? Ärger gibt's, seitdem du unser Mädchen geklaut hast, Kumpel. Ihr Nieten, passt lieber auf. Sonst ist hier für euch Endstation. Das ist eure letzte Chance. Wir kennen dich. Wir wissen, für wen du arbeitest. Salieri war vielleicht früher eine große Nummer. Aber das ist lange vorbei. Nur eine Frage der Zeit, bis Morello ihn abserviert.
Ich brauche weder Salieri noch sonst wen. Nicht für das. Hast du das gehört? Dann zeig, was du drauf hast, du Penner. Wo gehst du hin, Süße? Hau ab! Billy hat recht. Du bist ein ziemlicher Feger, ha? Du solltest dich nicht schau abgeben. Stech ihn ab! Ich will Blut sehen! Du bist tot! Du verschwendest deine Zeit mit dran. Bist hoffentlich besser als deine Freunde. Das hier habe ich drauf, du Bastard. Einen guten rechten Haken, das gebe ich zu. Du blutest. Komm mit zu mir, ich sehe es mir an. Was ist? Kommst du ran und lässt dich verarzten? Du bittest mich wirklich rein? Keine Almosenschläger. Ich flicke dich nur zusammen. Jetzt setz dich auf die Couch und roll den Ärmel hoch. Ich hol Nadel und Faden. Sieht nicht so schlimm aus. Brauchst du was gegen die Schmerzen? Nein, mir geht's gut. Du musst das nicht machen. Was? Ich weiß, dass es weh tut, Tom. Wenn du mir was vorspielst, kann Pauli dich zusammentackern. Was hast du? Mit Grüßen vom Don. Noch ein. Okay? Dann Zähne zusammenbeißen. Ja, wird schon gehen. Gut. Ich will nämlich nicht, dass sich die nette alte Dame nebenan wegen deines Geschreis beschwert. Mach einfach schnell, ja? Es braucht, solange es braucht. Schludrige Stiche machen hässliche Narben. Ach ja? Pflegst du viele Kerle zusammen? Nur mein Vater. Ma hat es Luigi manchmal schwer gemacht. Er kann Tellern gut ausweichen. Also hat sie ihm einmal die Stricknadel verpasst. Direkt durch die Hand. Warum? Darum. Sie war eine garstige Trinkerin. So. Nicht perfekt, aber es wird halten. Wenigstens erinnert mich die Narbe an dich. Du bleibst hier. Du stolperst nicht mit Sternen vor den Augen herum. Vor allem nicht, wenn diese Kerle auf dich warten. Ja, okay. Hast du eine extra Decke oder sowas? Nein. Und die Heizung ist aus. So geht's.
Das kann ich nicht hinnehmen. Sarah geht's gut, Boss. Hab mich drum gekümmert. Als sie hier anfing, konnte sie nicht mal über die Theke schauen. Ich habe keine eigene Tochter, Tom. Ich würde alles für Luigis kleines Mädchen tun. Ich auch. Würden wir alle. Stimmt, Boss. Wir würden alles für die beiden tun. Glauben diese Bastarde, das hier wäre der Lunapark oder sowas? Ich reiß sie eigenhändig in Stücke. Schutz ist unser Geschäft. Aber wer zahlt schon, wenn er hört, dass wir nicht mal unsere eigenen Leute auf dem Heimweg beschützen können? Also, was sollen wir tun? Verpasst ihnen eine Lektion. Brecht ihnen jeden einzelnen Knochen. Macht sie zu Rollstuhlfahrern. Richtet ihre Visagen so schlimm zu, dass ihre Mütter schreien, wenn sie sie sehen. Wo stecken die Kerle? Ein Informant sagt, wir sollten in Chinatown suchen. Dann weiß Big Biff was. Tommy, geh zu Winnie, hol ein paar Sachen. Wir treffen uns bei Biff. Ja, okay. Lasst diese Ratten auf der Straße liegen. Ich will, dass jeder weiß, was wir mit tollwütigen Hunden in unserem Viertel machen. Geht klar, Boss. Ein paar dieser Bastarde könnten noch in der Gegend sein. Ich sehe mich um. Schau, dass sie weg sind, wenn du bei Biff bist. Gute Jagd. Dir auch. Okay, wir treffen uns in Chinatown, wenn du mit Winnie fertig bist. Klar, schlagen wir ein paar Schädel ein. Respektlosen Gammler. Wo ist der Respekt in dieser Stadt, Frank? Karle rufen Sarah auf der Straße hinterher. Von Corleone kommt kein Geld mehr. Morello schnappt sich meinen Profit, sobald ich mich umdrehe. Wo soll das noch enden? Wir haben alles unter Kontrolle. Alles wird unter Kontrolle sein, wenn wir diesen Kerlen die Köpfe einschlagen. Wäre ich jünger, würden diese Männer unter der Brücke treiben. Kehlen durchgeschnitten, Fischfutter. Wir bringen ihnen Respekt bei. Keine Sorge. Bei dir mache ich mir nie Sorgen. Aber sag Sarah nichts, das geht sie nichts an. Nicht mehr. Willst du was essen, Tom? Nee, der Don hat Arbeit außerhalb der Stadt für mich. Keine Sorge, ich stell's warm für dich.
Hey, hey! Brauchst du ein paar Eisentauben? Nee, ich bin schon versorgt. Polly und ich müssen ein paar Kerle ordentlich verprügeln. Ich will sowas nicht rausholen. Wir brauchen nur was zum Vermöbeln. Sam hat eine Lagerhalle von einem Typen durchsucht. Wird von Babe Ruth persönlich, sagte der Typ. Ist Blödsinn, aber für sowas reicht's. Sie werden keine Zeit für Fragen haben. Nein, werden sie nicht. Danke, Vinny. Brich ein paar Knochen, Tom. Zeig diesen Versagern, wem das Viertel gehört. Wenn wir die Schläger nicht ruinieren, sollten wir draußen mal eine Runde spielen. Gehört, es gab Probleme mit ein paar Pennern. Die bei Sarah? Machen sie dir auch Ärger? Denk schon. Wenn noch nicht, dann irgendwann. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Solche Typen wird's immer geben, Tom. Wenn du nichts mit ihnen zu tun haben willst, kannst du gehen. Aber einer wie ich, deshalb bin ich hier drin. Die Leute machen so verrückte Sachen nicht mehr. Now, a news report on the rising crime figures and the reaction from the governor's mansion. The numbers state in black and white that crime is on the rise all over the state. Many commentators are blaming the rise in criminality, thievery, racketeering, and other gangsterism on the economic downturn and resulting social deprivation. In the greater Lost Heaven area last year, there was a sharp increase in the number of gang-related incidents, and the chief of police was moved to create a gang task force, known informally as the Rat Catchers. But Governor Wells, who has suffered criticism for his handling of the increase in violent crime, thinks otherwise. He said, "There can be no dispute that times are hard for many. Jobs are fewer and farther between. But that simply is no reason to bite one's thumb at the rule of law. In fact, I feel that adversity has the potential of forging a hardier individual and a more harmonious family unit." Governor Wells came in for some criticism from certain sections, while others were quick to praise him for his commitment to straight talking. How either interpretation plays with the electorate remains to be seen. One thing is certain, however, and that is the current levels of crime are out of control. Join me for another news bulletin later. Now, I believe, we have some more musical numbers. Zeit. Los, ich bin patschnass. Keine Ahnung, warum Biff in so einem Drecksloch wohnt. Lass ihn. Er ist verliebt. Nee. Gelbfieber von den Shanghai-Filmchen, die wir geklaut haben. Ich mag sie jedenfalls. Dein Problem, Tommy? Du bist immer butterweich bei den Ladies. Alter Fettsack, wie geht's dir? Schutmau, Luzin, du zahlst uns die Zeit. Du hast dein Sonnenschein alles raus. Puppe, gut dich zu sehen. Ruf sie zurück, Biff. Geschäftliches. Geh hoch, bitte. Mujung, Feizai. Also, was gibt's?
Wir brauchen Infos. Ein paar Spaßvögel machen Ärger. Haben sich mit Luigis Tochter angelegt. Spaßvögel gibt es viele. Weiter? Eine der Ratten heißt Billy. Hängt mit einer Dumpfbacke und einem haarlosen Schläger rum. Okay, kenne ich. Haben sich in der alten Werkstatt einen Block weiter eingenistet. Handeln manchmal mit Teilen, Kleinkram. Und genau deswegen bin ich hier, Biff. Du bist gut mit Kleinkram. Hinterausgang über die Straße. Ihr findet sie dort. Danke. Man sieht sich. Hey, Polly. Wegen der Kohle. Entspann dich. Ich warte noch auf meinen Kumpel. Nächste Woche einfach abwarten. Was war das da eben? Haben du und Biff was am Laufen? Ich kenne jemanden mit einer Lieferung Anzüge. Top-Dinger. Mexikanische. Du bekommst Anzüge aus Mexiko? Nein, du Idiot. Die Anzüge stammen aus einem Lager im Zentrum. Der Schneider stammt aus Mexiko. Jetzt lebt er in Holbrook. Weiß der Don davon? Ja, ja, er bekommt seinen Anteil. Er hört's für dich. Ich hab nichts gehört. Erkennst du die Dreckskerle wieder? Ja. Selbst wenn nicht, müssen wir nur die einzigen Kerle in Chinatown finden, die aussehen wie wir. Da ist es. Das Ganze läuft so. Ich gehe rein und teile aus. Du machst dasselbe. Kein Geballer. Hat dich das viel Grips gekostet? Nein, wir machen das oft so. Ich glaube, wir müssen zur Seite rein. Beste Hintern, den ich je gesehen habe. Oh, oh. Billy, das ist der Kerl von neulich. Wir müssen weg. Schnappt ihn euch! Jungs, kommt raus! Zeig ihn uns! Darum legt ihr euch nicht mit uns an! Schnappt sie! Komm her! Hier lang!
sicher! Johnny, runter! Komm, wir müssen hier weg! Scheiße, wir müssen zum Wagen, Tom! Hau ab! Los, wir müssen dranbleiben! Vorsicht, Tom, die Straße schwimmt! Keine Sorge, ich hab's im Griff. Das war wohl der letzte von Ihnen. Lässt sich wohl jemand richtig ein. Man kann's förmlich hinten aus dem Auspuff tropfen sehen. Ich muss nachladen! Sie haben ihre restliche Truppe gerufen! Wir werden bereuen, Sarah jemals belästigt zu haben, was? Schläfst du am Steuer? Dämlicher Bastard hat sich selbst zerlegt. Okay, davon erholen Sie sich nicht mehr. Mach ihn alle, Tom. Nein. Nein, nein, warte. Bitte. Bitte, ich will nicht sterben. Mann, Tom. Kein Mitleid für diese Tiere. Der Kerl würde dich doch auch ausknipsen. Du musst sofort abdrücken. Die ist leer. Aber der ist ja sowieso schon platt. Gott, Tom. Reiß dich zusammen. Du weißt, was die mit Sarah machen wollten. Ja. Dachte nur... Hey, lass uns hier verschwinden, bevor die Cops kommen, ja?
kleine Straße. Ich kann mir das bald nicht mehr leisten. Nur Glück. Ich gebe dir die Chance für eine Revanche. Machen Sie mit, Boss. Es geht ums Geschäft, Pauli. Jetzt machen wir mit. Einer unserer Männer beim Leichenbeschauer hat das geschickt. Die Leiche heißt Ghilotti. Erkennt ihr ihn? Klar. Eine der Ratten, die wir weggejagt haben. Wie kommt die Kugel in seinen Kopf? Ja, haben ihn gekillt. Die Cops sollten dankbar dafür sein. Der Kerl war ein Vergewaltiger. Ja? Nun, er war auch der Sohn eines Stadtrats. Wenn ihr Politiker in Morellos Arme treiben wollt, geht das am einfachsten über tote Verwandte. Oh Gott. Es wird besser. Der andere Kerl im Wrack? Ja, der war tot, als wir ankamen. War das etwa der Neffe des Präsidenten? Zwei in den Kopf, Pauli. Du solltest deine Arbeit richtig machen. Er hat's geschafft? Ja. Eine Woche in St. Mary's, aber er ist durchgekommen. Wird er einen von euch wiedererkennen? Ich weiß nicht. Vielleicht. Okay. Gut. Wir erledigen zwei Fliegen mit einer Klatsche. Ghilottis Beerdigung ist heute in St. Michael's. Sam, du bist auch dabei. Du sitzt hinten und hältst nach dem Glückspilz Ausschau. Wie erkenne ich ihn? Er hat sich gerade aus einem Autowrack gerettet. Gebrochener Arm. Schau nach einer Schlinge. Sam wird etwas Ablenkung brauchen, wenn er die Sauerei aufwischt. Tommy soll seinen Pinsel eintauchen? Ein Bordell? Ein Herrenclub, die Straße runter von St. Michael's. Der Don hat im Laufe der Jahre viel Geld dort investiert. Schick mich und Sam. Dennoch hat sich der Besitzer plötzlich entschieden, lieber mit Morello Geschäfte zu machen. Soll ich ihn an seine Verpflichtungen erinnern? Ja. Und dann jagt den Laden in die Luft. Was? Wenn Morello unsere Kunden haben will, hinterlassen wir Krater. Pass auf, Tom. Die Damen dort kennen Pauli und Sam schon viel zu lange. Sie kämen nicht mal durch die Tür, aber du gehst einfach rein. Okay. Was ist mit dem Manager? Kümmer dich vor Ort um ihn. Sollte eine Hure was sehen, dann ist sie gewarnt. Sobald er erledigt ist, gehst du rauf in sein Büro. Greif dir alles an Dokumenten und Geld und dann platzierst du den Sprengstoff. Vincenzo besorgt dir alles, was du brauchst. Und die Explosion ist groß genug für eine Ablenkung? Ja, aber sei schlau. Schieß nur dann, wenn du absolut sicher bist. Tommy, da ist noch was. Eins der Mädchen informiert Morello über unsere Operationen. Bevor du den Laden hochjagst, musst du dich auch um sie kümmern. Tommy soll eine Braut umlegen? Mann, Frank. Das ist einfach Pech, dass Tom das machen muss. Aber wir müssen die Familie beschützen. Sie heißt Michelle. Sie arbeitet in einem der oberen Räume. Ihr Bild ist im Ordner. Haben alle alles verstanden? Ja. Tom! Geht klar, Boss. Dann erledige das. Los, gehen wir. Dass wir ihn reingeholt haben. Zu wenig. Er muss eine Menge beweisen. Da. Das steht fest. Ich glaube an ihn. Schauen wir, was passiert. Schon gehört, heute beerdigen sie den jungen Ghilotti. Ja, den verbuddeln sie besser tief. Warum? Kerle, die wir ausgeknipst haben, stehen wieder auf. Darum.